Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt hier in der letzten Veranstaltung für heute. Eine Stunde Podiumsdiskussion unter der Leitung von Professor Dr. Gregor Hagedorn. Und die Leute stellen sich alle selbst durch. Ich habe nur noch was zu verkünden hier von der gesamten Organisation. Die Brigitte war eben nicht einfach so weg, weil sie keine Lust hatte, sondern sie musste sich noch um Referenten kümmern für morgen, die ersetzt werden müssen. Und vor allem hat sie Luisa Neubauer morgen für die Keynote noch gewinnen können. Morgen 10:45 Uhr. Also eine kleine Ansprache von Luisa Neubauer zu dieser Veranstaltung. Und dann wünsche ich jetzt, ja, gute Zeit mit dem Podium und klinke mich hier aus. Vielen Dank, Harald. Vielen Dank für deine Einleitung. Ja, ich begrüße auch alle Zuschauenden und Zuhörenden ganz herzlich. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Ole Horn, Inga Feuser, Wulf Bödecker und Dr. Antje Brock. Ich selbst bin Gregor Hagedorn, Doktor, aber kein Professor und bin Arbeiter am Museum für Naturkunde in Berlin. Und ich würde jetzt der Reihe nach euch bitten, euch vorzustellen. Ole, fängst du an? Ja, sehr gerne. Ich bin Ole Horn. Ich bin seit März 2019 bei Fridays for Future aktiv. Habe im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt mein Abitur gemacht, in Halle. Und bin sowohl in der Ortsgruppe in Halle-Saale aktiv, als auch auf der Landesebene in Sachsen-Anhalt und bei der bundesweiten Ebene, also in sehr vielfältiger Form aktiv. Ja, vielen Dank dir. Schön, dich dabei zu haben. Als Nächsten bitte Inga, stell du dich bitte mal vor. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Inga Feuser. Ich bin seit knapp 10 Jahren Lehrerin für die Fächer Deutschgeschichte, Evangelische Religion an einem Gymnasium im Kölner Raum und bin Gründungsmitglied von Teachers for Future. Den Verein gibt es seit ungefähr einem Jahr. Genau, und wir setzen uns auf allen Ebenen dafür ein, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker verankert wird. Vielen Dank, Inga. Herr Bödecker, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Ja, ich freue mich auch. Hallo zusammen. Ich heiße Wulf Bödecker, bin oder arbeite im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen und bin dort zuständig unter anderem für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ich habe außerdem so auf Bundesebene die Funktion, dass ich der Berichterstatter der Kultusministerkonferenz für Bildung für nachhaltige Entwicklung bin. Und den zweiten Bundesjob, den ich habe, ist der, dass wir, Sie wissen das vielleicht alle, dass wir einen nationalen Aktionsplan haben, Bildung für nachhaltige Entwicklung, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geleitet und koordiniert wird. Und dort bin ich einer der Ländervertreter. Und außerdem der Leiter des Forums Schule. Das ist die Arbeitsgruppe, die sich um schulische Bildung bemüht. Und da bemühen wir uns vor allen Dingen um die systematische Verankerung von BNE in Schule. Vielen Dank, Herr Bödecker. Und zum Schluss, Antje, stell du dich bitte vor. Ja, Antje Brock, mein Name. Ich bin am Institut Futur tätig. Das ist ein Institut für erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung an der Freien Universität Berlin und gleichzeitig auch die Arbeitsstelle des wissenschaftlichen Beraters von den Strukturen, die Wulf gerade erwähnt hat. Eigentlich die Strukturen, die federführend vom BMBF designt wurden, um Bildung für nachhaltige Entwicklung in allen entlang der gesamten Bildungskette voranzubringen. Und wir führen das nationale Monitoring durch seit 2015. Ich bin auch diejenige im Team, die seit 2015 schon dabei ist und bin da für verschiedene methodische Stränge verantwortlich und gestalte die mit und damit eben auch an der Wissenschaftspolitik-Schnittstelle, was die Arbeit sehr interessant macht. Ja, und du hast auch gerade, falls Leute neu dazugekommen sind, direkt vor dieser Podiumsdiskussion einen fantastischen Vortrag gehalten, für den ich dir sehr, sehr danken möchte. Und wer nicht, den noch nicht gehört hat, empfehle ich sehr, nach der Podiumsdiskussion den vielleicht nochmal nachzuhören.
Die Podiumsdiskussion, wir haben dir den Titel gegeben, Zukunft der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ich möchte eröffnen mit der Frage, wenn wir über die Zukunft der Bildung für nachhaltige Entwicklung nachdenken, dann könnten wir vielleicht zuerst einmal über die Vergangenheit der Bildung für nachhaltige Entwicklung uns überlegen. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der Vergangenheit der BNE in den letzten 10 Jahren ein? Wer möchte dazu was sagen? Da soll ich anfangen? Ja, genau. Ja, gerne. Genau. Also wir haben ja jetzt sozusagen eine kritische Beobachterin in Antje dabei, die ja auch sich um quantitative und qualitative Bildungsforschung bemüht. Insofern also das, was ich jetzt sagen kann, verifizieren kann oder eben auch falsifizieren kann. Aber ich versuche es trotzdem mal, weil ich seit vielen Jahren den Prozess begleite. Also positiv ist, dass wir mit dem Nationalen Aktionsplan, den ich eben schon erwähnt habe, tatsächlich eine Einigung gefunden haben, dass auch damit sich so die Lage des globalen Lernens, des ökologischen Lernens, aber auch zum Teil der politischen Bildung vereinigt haben unter einer Dachmarke Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist erstmal eine sehr positive Geschichte. Zum Zweiten ist positiv, dass insbesondere die für Schule zuständigen Länder sich sehr ernsthaft auf den Weg gemacht haben, Bildung für nachhaltige Entwicklung in ihren Schulsystemen zu verankern. Das fängt an bei den Lehrplänen, das geht über die Lehrerfortbildung. Aber das hört dann schon, und jetzt komme ich zu den kritischeren Punkten, schon zum Teil bei der ersten Phase der Lehrerausbildung beim Studium auf. Und was ich auch noch sagen muss, wir haben zwar viele Vorreiterschulen, UNESCO-Projektschulen, Schulen der Zukunft, Klimaschulen, die sich um Bildung für nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip ihrer Unterrichts- und Schulentwicklung bemühen. Aber nach wie vor ist festzustellen, dass die Verankerung von BNE im Schulalltag immer noch zu wünschen übrig lässt. Und dass, wenn man Bildung für nachhaltige Entwicklung als einen Entwicklungsprozess betrachtet, wo Bildung für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Entwicklung, also das, was in der Schule im Handlungsbereich sozusagen geschieht, dass da noch erheblich Luft nach oben ist. Und als Letztes würde ich sagen, es ist auch noch Luft nach oben in sozusagen der alltäglichen Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in unseren Schulen, genauso wie aber auch in den anderen Bildungsbereichen. Soweit erstmal. Ja, danke. Ole, aus der Praxis, wie würdest du das bewerten? Also ich würde grundsätzlich zustimmen, dass man schon sehr gute Pläne hat, die eine gute Grundlage für zukünftige Umsetzungen darstellen können. Ich selber hatte das Glück, in einer Schule zu sein, die sehr stark auch schon mit Konzepten der Bildung für nachhaltige Entwicklung arbeitet. Wenn ich mich jedoch schon alleine in Halle oder Sachsen-Anhalt umhöre, dann ist das an vielen Stellen nicht der Fall, wo wir noch sehr weit davon entfernt sind, mit den Konzepten zu arbeiten und die vor allem auch im Alltag anzuwenden. Und ich glaube, dass es da ja auch sehr unterschiedliche Ebenen gibt. Also es gibt Sachen, die man in das jetzige System einbinden kann. Meiner Auffassung nach müssen wir aber auch über ein ganz anderes Bildungskonzept sprechen, wenn wir Bildung für nachhaltige Entwicklung wirklich realisieren wollen. Und ich glaube, gerade von dem Schritt ist man auch in der Theorie noch sehr weit entfernt, wo es schon Gedanken gibt und auch gute Ansätze, aber die nicht flächendeckend ankommen bei den Menschen. Vielen Dank. Also du sagst quasi, wir haben hier auch eine Art Gerechtigkeitsproblem, ne? Spielst das an, dass einige SchülerInnen durchaus guten Unterricht und bei anderen das überhaupt nicht da ist. Das ja, ist also Angebot. Ich glaube, zum einen ist es quasi ein Zugang dazu von SchülerInnen und auch von den PädagogInnen oder den LehrerInnen. Und zum anderen ist es so, dass, also ich bin in eine Schule gegangen, die in freier Trägerschaft war, die quasi auch ein vollkommen anderes Konzept hat.
Und ich glaube, dass es gerade an Stellen mit dem staatlichen Schulsystem sehr viel schlechter funktioniert, Konzepte der Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Alltag einzubinden. Und deswegen kann man da schon von einer Form von Ungerechtigkeit sprechen, ja. Inga, als Lehrerin und als Vertreterin von Teachers for Future, denkst du? Ja, also ich finde den Aspekt, den der Uwe, den er am Ende gesagt hat, dass wir ein ganz anderes Konzept von Bildung brauchen, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, den wir vielleicht später nochmal diskutieren können, dass wir den nicht vergessen. Ich wollte aber dem Wolf erstmal recht geben, dass wir zwar Leuchtturmschulen haben, aber dass BNE auf jeden Fall nicht in der Breite angekommen ist. Also das ist sicherlich sehr wichtig. Und an den Schulen, also es gibt vielleicht einige, wo es wirklich auch in der Breite des Kollegiums verankert ist, aber sehr oft ist so unsere Erfahrung die, dass es eben doch quasi ein Nischeninteresse oder ein Sparteninteresse von einigen KollegInnen ist, die das machen und dass das aber so unter ferner Liefen läuft im Schulalltag. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, finde ich, die Art, wie BNE bisher inhaltlich passiert ist, bis zum Erscheinen von BNE 2030, also bis zum Erscheinen des neuen UNESCO-Programms, oder das ist ja jetzt auch noch nicht angekommen in der Breite, aber dass BNE eben sehr orientiert war auf Verbraucherinnenbildung, dass es viel um den Fußabdruck, um das individuelle Verhalten des Einzelnen ging, um Konsumentinnenbildung und viel zu wenig um die politische Komponente von Bildung für nachhaltige Entwicklung, also um den Aspekt, wie können junge Menschen Gesellschaft transformieren, wie können wir Gesellschaft verändern, wie kann ich mein Umfeld verändern, wie kann ich Politik gestalten, sondern es ging immer darum, welche Konsumentscheidungen ich treffen darf. Also man soll den fair gehandelten Kakao kaufen oder man soll das Bioprodukt kaufen. Und dann, wenn man über Mode spricht, dann, ne, das war eher so, ihr dürft dies nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht fliegen. Und SchülerInnen konnten das dann immer alles aufzählen, was sie alles nicht sollen oder was die Alternativen für ein nachhaltiges Verhalten wären. Aber wenn man dann gefragt hätte, ja, und macht ihr das auch? Dann hätten die, oder dann sagen die natürlich, nee, und zu Recht, weil, warum auch? Also es macht ihnen ja keiner vor. So, ne? Wir haben versucht, in einem nicht nachhaltigen System jungen Menschen aufzubürden, dass sie sich doch gefälligst nachhaltig verhalten sollen, wenn ihr Umfeld das nicht tut. Und ich finde, das war die Art und Weise, wie BNE lange Zeit geprägt war. Und dank des BNE 2030 hat sich das jetzt so ein bisschen, oder verändert sich das jetzt so langsam, aber das kommt noch nicht an, finde ich, in den Unterrichtsmodellen und in den Büchern und so weiter. Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall, brauchen wir jetzt eine Offensive, damit dieser Aspekt der politischen Bildung, des BürgerInnenseins in Aktion, das Einmischen und politisch sein, dass das ankommt in der Masse. Du bist stumm, Gregor. Gregor, du bist stumm geschaltet. Ja, ich hatte mich stumm geschaltet. Inga, du hattest vorher ein gutes Mikro und warst gut verständlich. Du warst jetzt ein bisschen verständlich. Falls du irgendwas geändert hast oder ein Kabel noch mal rein und raus stecken kannst, probier das mal. Das Mikro war so ein bisschen verzerrt. Antje, was denkst du? Natürlich, wenn du magst als Forschende, aber natürlich auch als allgemeine Einschätzung, auch wenn du es nicht belegen kannst, kannst du ja dann differenzieren. Da kann ich gern beides machen. Also um auf deine Frage zurückzukommen, was hat BNE bisher erreicht, könnte man ja überlegen, geht es um nachhaltigkeitsbezogene Bildung im allerweitesten Sinne, auch wenn die nicht explizit so genannt wird. Und dann auch nochmal wirklich einen Bildungsbegriff angelegt. Jetzt denke ich zurück zu Humboldt und sage, es geht um eine rege Wechselwirkung mit der Welt und etwas, was einen anders auf die Dinge schauen lässt. Also Bewusstsein im allerweitesten Sinne. Und da hat diese Art von Bildung, egal welches Label sie trägt und ob sie überhaupt eins trägt, sehr, sehr viel erreicht. In den letzten Jahren, wir wissen alle um den Bewusstseinsschub, den es gesamtgesellschaftlich auch nochmal gebracht hat durch Fridays for Future und anderes. Und meine Vermutung ist, das kann ich tatsächlich in dem Moment nicht belegen, dass ein wichtiger Grund, warum es so ein Echo hatte in den verschiedensten
gesellschaftlichen Bereichen bis hin zum politischen, dass Menschen anders angesprochen wurden, weil durch diese Art von, ich nenne es mal, bewussten Machung, Politisierung auch der jungen Menschen, wurde man im Zweifel am Armutstisch angesprochen als CEO, als wer auch immer, und als Person, als Privatperson sozusagen in Verantwortung gebracht. Und das erreicht, glaube ich, was ganz anderes im Vergleich zu in seiner Funktionslogik weiter denken und agieren und im Zweifelsfall da auch erfolgreich sein zu müssen. Und diese Art von Konfrontation durch die jüngere Generation und vor allem das Bewusstsein, was das voraussetzt, ist ein Bildungsprozess, ganz dahingestellt, wo der seinen Ursprung genommen hat. Sind das jetzt eher die formalen oder die nonformalen Institutionen gewesen? Aber das mal erstmal mein Begriff von Bildung, von Bewusstmachung und was die Effekte davon waren. Daher glaube ich insofern, dass da noch einmal ein ganz wichtiger Schritt getan wurde. Und wann war es? Ich glaube, ich habe es gestern auf dem K3-Kongress gehört, dass man eigentlich bezogen auf die Diffusionsforschung, also wann etwas von Pionieren in Richtung Early Majority und dann in Richtung Mainstream geht, waren wir vor Corona quasi kurz vorm Durchbruch, was die For-Future-Bewegungen anging. Ja? Also rein statistisch gesehen, wie viel Prozent der Bevölkerung man mobilisieren konnte. Und das fand ich nochmal einen spannenden Punkt, was das, also wenn man das externe Ereignis Corona mal weglassen würde, was das für eine Power auch sozusagen in dem Moment schon entfaltet hat. Und wie gesagt, Ursprung ist irgendeine Art von Bewusstseinsmachungsbildungsprozess. Das erstmal vorweg. Wenn es konkreter um so ein Fencing im Sinne von wir rahmen den ein und machen das Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung und haben da offizielle Programme und so weiter, dann kann man natürlich nur scheitern, wenn man da Kausalbeziehungen nachvollziehen will und sagen will, also das war jetzt wegen BNI und so weiter. Das wäre mir auch gar nicht so wichtig, sondern mir geht es eigentlich eher um das, was ich gerade in diesem breitesten Sinne versucht habe zu erfassen. Und wenn man aber auf das Enge zurückkommt, und wir machen ja ein Monitoring zu dem der spezifischen Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung, was ja nicht nur eine thematische, sondern auch eine methodische Seite hat. Also es ist partizipativ per se, es ist lebensweltbezogen, es ist phänomenorientiert und so weiter. Ja, dann wäre, und da schließe ich mich Ole Horn an, dann wäre das eigentlich, also wenn man es durchbuchstabiert, es wäre ein super radikales Konzept, was die Schule auf den Kopf stellen würde und was ganz andere, also es hätte enorme Konsequenzen, unter anderem für die Beziehung Lehrerin-Schüler-Schülerin. Ja? Also es, diese Art von Ethos, Selbstverständnis, Identität des Lehrers würde einfach eine neue, würde sozusagen umerfunden werden müssen, weil man eben nicht derjenige ist, der qua Lehrbuch und qua allem Möglichen schon die Lösung für alles hat. Und das hat enorme Konsequenzen für eine Gruppendynamik, für eine Art von Vertrauen in den Prozess, wo man selber eben auch nicht den Vorsprung, den Kompetenzvorsprung im Sinne von ein eindeutiges Ergebnis hat und so weiter und so weiter. Also ich glaube, das wäre wirklich was sehr, sehr, sehr Neues. Und jetzt nochmal abzuschließen mit einer Empirie, das, was hier schon so ein bisschen angedeutet wurde, ja, bezogen auf das Konzept und bezogen auf die Nachhaltigkeitsreferenzen, die man so hat in der Schule, also wo kommt das Thema vor, dann sind das nach wie vor, also wir sind ja schon weiter auf dem Weg von sozusagen vom Projekt zur Struktur und dass das einfach Standard und Mainstream wird, da sind wir schon, ja, aber immer noch relativ dicht daran, dass es einzelne Fächer sind und einzelne Lehrer, also die einzelnen Fächer wiegen dabei immer noch schwerer als das Problem der einzelnen Lehrer. Und da gibt es auch innerhalb der 4 Jahre, wo wir jetzt eine Vergleichsstudie und Vergleichsdaten haben, bei den Lehrerinnen und Lehrern wird es ein bisschen breiter, aber bei den Fächern und die ganz klassischen Trägerfächer von BNI, das sind Geografie, allen voran Geografie, sind Biologie, Chemie, jenseits dessen, und das sind ja eben die mit den geringen Stundentafeln, ja, und die man im Zweifel eher auch mal abwählen kann und so weiter, aber bei den anderen Fächern, wo es durchaus Bezugsmöglichkeiten gäbe, sieht es noch ziemlich, ziemlich mau aus und es ist immer noch in der Hand eines intrinsisch interessierten und motivierten Lehrers oder auch nicht,
außer er hat eben dieses Kernfach, er oder sie gewählt im Studium. Und von daher gibt es da einfach noch ganz, ganz viel zu tun. Du bist schon wieder stumm. Danke. Wulf, ich möchte gleich an Antje anschließen, aber sag kurz was, Wulf. Du möchtest was antworten noch, ne? Ja, also, weil ich möchte jetzt auch mal gerne als Ministerialmensch antworten und versuche das aber sehr selbstkritisch. Ich habe ja so unterschiedliche Rollen, aber durchaus auch eine eigene Meinung. Ich hoffe, das kommt auch so rüber. Was Antje zu gerade angesprochen hat, bewegt mich dazu, nochmal vielleicht deutlich zu machen, was unter BNE eigentlich zu verstehen ist. Und danach, glaube ich, wäre es ganz gut, nochmal auf den politischen Anspruch zu gehen, den Ole und Inga ja geäußert haben und wo sie da was zu geäußert haben. Aber der Kern von BNE ist ja die Entwicklung von Zukunftskompetenz, nicht die Vermittlung von Zukunftskompetenz, sondern die Entwicklung. Das heißt, wir wollen uns alle als Change Agents sozusagen befähigen, unsere Zukunft gestalten zu können. Soweit sind wir auch bei allen Schulen von BNE sozusagen uns einig. Wie das dann im Konkreten aussieht, ist es durchaus unterschiedlich. Jetzt hat Antje mit Recht gesagt, dass sozusagen das fachliche Lernen auch noch entwicklungsfähig ist. Ich sage das auch sehr vorsichtig, weil ich, wie gesagt, auch Vertreter eines Schulministeriums bin. Aber das sehe ich tatsächlich so. Und das liegt ja auch nicht nur an der Bereitschaft und an den Kompetenzen der Lehrkräfte, sondern es liegt auch ganz stark daran, dass sich die Bezugswissenschaften, die Fachwissenschaften und die Fachdidaktiken auch erst sehr unterschiedlich weit auf dem Weg bewegt haben, was sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können, was ihre Antworten für die Bewältigung von Zukunft sind. Und dort sind wir zum Teil erst am Anfang. Das Entscheidende ist also zweierlei. Einmal, was die einzelnen Fächer und Fachdidaktiken und Fach- und Disziplinen beitragen können. Und das Zweite, mindestens noch entscheidendere, ist, inwieweit wir es schaffen, als Bildungssystem Kohärenzen herzustellen, Gemeinsamkeiten herzustellen, das, was wir als Blick sozusagen auf Welt ansehen, was sich ausdrückt zum Beispiel durch die Fähigkeit, Systemkompetenzen zu entwickeln und auch entsprechend anzunehmen. Und da ist unser Schulsystem noch ziemlich unterentwickelt, weil das, was man unter Fächerverbinden und fächerübergreifenden Lernen versteht, noch viel zu wenig eigentlich weiterentwickelt ist. Und ich möchte das auch belegen an der neuen Studie, bisher ist sie noch erst auf Englisch erschienen, vom Club of Rome, der ja eine wesentliche Ursache für die momentanen Krisen nicht jetzt nur in der Klima- und der Biodiversitätskrise sieht, sondern der sagt, soziale, politische Erscheinungen unserer Gesellschaft, unserer Welt sind entscheidend dafür, dass wir uns nicht nachhaltig verhalten. Und das sind ja zum einen die globale Ungleichheit, die unterschiedliche Verteilung von Reichtum, die Ungerechtigkeit, der mangelnde Teilhabe von Frauen, auch an Bildung und an Teilhabe. Und es ist, und jetzt komme ich zu dem Punkt zurück, den ich gerade schon nannte, es ist die fehlende Systemkompetenz unserer Gesellschaften, auf die Erfordernisse von Zukunft einzugehen. Und da muss Schule einen großen Beitrag leisten. Und nicht in dem Sinne, und jetzt gehe ich schließlich, nicht in dem Sinne, wie Inga es vielleicht gesagt hat, vielleicht missverstehe ich sie aber auch ein bisschen, nicht in dem Sinne, dass man mit erhobenem Zeigefinger sagt, ihr müsst euch jetzt nachhaltig verhalten, ihr dürft kein Fleisch mehr essen, obwohl ich das selber nicht mache und so weiter und so fort, sondern in dem Sinne, auf dem Hintergrund des Beutelsbacher Konsenses, der viel fortschrittlicher ist, als viele meinen, zu sagen, es muss eine Urteils- und Handlungskompetenz tatsächlich entwickelt werden. Und diese Urteils- und Handlungskompetenz leitet sich an drei Kriterien ab, an dem Überwältigungsverbot, der Kontroversitätsgebot und, was häufig vergessen wird, an dem Gebot der Schülerinnenorientierung. Also wir müssen sehr viel stärker Bildung orientieren und ausrichten an den Interessen unserer Schülerinnen und Schülerinnen. Und das heißt tatsächlich eine sehr radikale Ausrichtung, was inwieweit sich eben schulische Bildung in Zukunft verändern wird. Und der letzte Gedanke vielleicht noch, und das wird ja durchaus kritisch diskutiert, wenn man jetzt die weiteren Aspekte oder Merkmale von BNE sieht, wie Öffnung von Schule, wie Beteiligung von außerschulischen Bildungspartnern, wie Demokratisierung. Und da ist für mich eine entscheidende Frage,
die auch im Moment immer mehr diskutiert wird, dient jetzt BNE sozusagen nur der individuellen Befähigung oder sollte BNE nicht so im Sinne, wie die Teachers das auch machen jetzt, in sozialen Gemeinschaften, wie es zum Beispiel so eine Schule ist oder wie es ein Quartier ist oder wie es eine Gemeinde ist, als Keimzelle unserer Gesellschaft, die sehr viel stärker auch kollektive Lernprozesse befördern. Und ich glaube, in der Richtung wird die Diskussion in Zukunft gehen. Und da sehe ich sozusagen dann auch das politische Potenzial. Nicht in dem Sinne, dass man sozusagen Menschen politisiert und sagt, ihr müsst das und das machen, sondern in der Befähigung, gemeinsam etwas zu entwickeln. Ich möchte euch gerade mal fragen, Inga, versuch's gleich unterzubringen. Ich möchte euch gerade mal fragen, ob wir uns alle einig sind, dass BNE, also Lernen über Zukunft und Befähigung zur Bewältigung von Zukunft, dass das eigentlich Thema in allen Fächern ist. Seht ihr da das erstmal so grob? Also ich werde öfter gefragt und mir fällt immer zu ganz vielen Fächern was ein, warum das da eigentlich prima reinpasst. Also wirklich, wenn man wirklich diese 17 Ziele sich anschaut, das ist so perfekt. Das ist natürlich übergreifenden Unterricht. Seht ihr das ähnlich oder seht ihr das anders? Antje, du hattest das ja schon angedeutet, ne? Aber würdet ihr so machen, so oder so? Ist das für alle Fächer? Ja, also da würde ich insofern eine radikale Antwort geben, als die anschließt an das, was wir schon genannt haben, nämlich wie ist denn BNE im Kern zu verstehen oder wenn man es zu Ende denkt, dann wäre es sehr viel phänomenorientierter. Dann würde es wirklich dem, was in einigen skandinavischen Ländern Normalität geworden ist an der Schule, nämlich Alltagsphänomene, die auch eine Relevanz haben für junge Menschen, von denen auszugehen und das dann sozusagen fächerähnlich oder das runterzubrechen anhand von Teilproblemchen, Teilerklärungen, die der Neugierde entspringen. Und dann kann man da was berechnen, dann kann man da einen Text zuschreiben und dann nochmal in einer anderen Sprache und so weiter. Also das heißt, die Frage würde obsolet werden, wenn man BNE konsequent anwenden würde, weil es dann insofern diese Fächer, ja. die wären nur noch schemenhaft da. Das ist sozusagen vielleicht der erste kleine Teil der Antwort. Ein anderer, sehr kurzer Teil der Antwort ist, man kommt ja dann oft auf den Sport zu sprechen als ein Fach, wo man sagt, naja, aber da fällt es mir wirklich schwer, irgendeine Art von Bezug zu sehen. Und da will ich nur darauf verweisen, also ich habe da auch schon tolle Doktorarbeiten gesehen zu, sowas wie ein Whole Institutional Approach zu Nachhaltigkeit im Beachvolleyball. Also das kann man auch bezogen auf all die Gegebenheiten, die da sind und wie man das aufbaut und das und da ein Turnier macht und so weiter. Es ist ja einfach eine Art von Haltung, die unabhängig vom Thema und vom Gegenstand immer auch eine Anwendung findet, mal deutlich stärker, ja. Mal schwächere Bezüge. Genau. Also ich denke zu Sport, wenn man die COPs verstehen will, dann sollte man was von Spieltheorie verstehen und wenn man Sport macht, sollte man auch was von Spieltheorie verstehen, dann ist Sport doch das ideale Fach, um das durchzunehmen. Also natürlich auch Gesundheit und Ernährung und alles. Ich finde, ich kann mir das wundervoll vorstellen. Aber wenn wir, also Antje, ich gebe dir recht mit der Frage, dass Fächer natürlich auch redundant werden könnten in einem idealen Welt. Ich stelle meine Frage jetzt quasi als Entwicklungsfrage, dass wir die Fächer haben, dass wir in allen Fächern BNE sehen und dass sich aus dieser Tatsache, dass man in allen Fächern BNE sieht, dann natürlich auch vielleicht dadurch dieser Fächer übergreifende Unterricht besser entwickeln kann. Aber ich gebe dir recht, man kann das auch ganz anders und viel radikaler sehen. Ja, und dann nur noch ganz als spannend. Halbsatz und als Ergänzung, gucken wir nach Baden-Württemberg, also in Nordrhein-Westfalen ist es auch sehr, sehr gut implementiert, bezogen auf die verschiedenen Fächer, aber schaut man nach Baden-Württemberg, sieht man einfach einen Weg, der da gegangen wurde, nämlich, das werden ja einige von Ihnen, von euch wissen, da hat man im Kultusministerium gesagt, ihr lieben sozusagen Fächer, zeigt doch mal bitte, oder ihr müsst euch jetzt dazu verhalten, was ihr zu Bildung für nachhaltige Entwicklung beitragt. Also es war sozusagen ein aktives Nachfragen und Ergründen der Bezüge, eine Auftragsbearbeitung dieser Bezüge. Und das ist schon mal einfach ein anderer Weg.
und als Leitperspektive, eine von 6 Leitperspektiven in den Bildungsplänen von Baden-Württemberg. Von daher will ich nur sagen, es ist nicht nur eine theoretische Frage, sondern gibt eure Bundesländer haben das schon gemacht. Wolf? Ich sage zu Antje Jein, bin ich ganz ihrer Meinung, und zwar in der Hinsicht nicht, dass Schule ja auch insbesondere im Bereich der gymnasialen Oberstufe ja den Auftrag hat, Wissenschaftspropädeutik abzubilden und Wissenschaftspropädeutik sich auch Phänomenen zu nähern. Das heißt natürlich nicht, dass die Fächer Abbild sind der wissenschaftlichen Disziplinen. Geschichte ist nicht gleich Geschichtswissenschaft. Aber es soll ja auch eben Berufsfähigkeit und Studierfähigkeit vorbereiten. Und dieser Aspekt macht meiner Ansicht nochmal deutlich, dass die Fachdidaktik, was ich eingangs gesagt habe, und die Fächer sehr viel stärker auf sich gefallen lassen müssen, Anstrengungen zu unternehmen, was sie zu dieser Systemkompetenz beitragen können. Und das machen sie noch zu wenig. Wir sind im Moment dabei, auf Basis eines Beschlusses der Kultusministerkonferenz gemeinsam mit dem BMZ den Orientierungsrahmen globale Entwicklung auf die Oberstufe zu erweitern. Und Gregor, was du gerade gesagt hast, ist es richtig, da sind 16 Facharbeitskreise, im Grunde genommen alle Fächer adressiert, Beiträge zu BNE zu leisten. Und das Unterrichtswerk wird auch nächstes Jahr vorgelegt werden, spätestens übernächstes Jahr. Ja. Also insofern gibt es da einen Weiter von diesem Auftrag. Aber ich stelle eben auch fest, dass wir sozusagen diese Spannung aushalten müssen, sich mit Phänomenen zu beschäftigen, was ja sehr, sehr gut im Sachunterricht der Primarstufe gelingt, wo wir aber trotzdem die Disziplinen nicht aus ihrer Verantwortung lassen müssen, weil wir eben auch ihre spezifischen Erkenntnisse brauchen, um die großen Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können. Und wir wollen auch unsere Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, zum Beispiel sich mit Klimafragen auch wissenschaftlich zu beschäftigen. Inga, was meinst du dazu? Du hast dich gemeldet. Ja, hört ihr mich jetzt besser? Wollte ich erst noch eine Frage? Nee. Nochmal? Ich versuche es mal ohne die Kopfhörer. Ohne ist besser. Jetzt ist es besser. Okay, super. Entschuldigung dafür. Zu deiner Frage mit den Fächern würde ich auch sagen, es gibt Fächer, die bieten sich natürlich deutlich mehr an und es bieten sich Fächer deutlich weniger an. Ich glaube aber, dass ganz oft sozusagen ein einzelnes Fach dann vielleicht eben gar nicht ausreicht, sondern dass sich dann eigentlich ganz gut immer im Fachverbund vielleicht oft irgendwie eine Gesellschaftswissenschaft und eine Naturwissenschaft oder so, dann passt es, glaube ich, schon direkt viel besser, wenn man projektorientiert arbeiten möchte, als wenn ich jetzt nur in der Naturwissenschaft zum Beispiel arbeite. Ich wollte aber noch mal ein bisschen radikaler werden, auch in Anknüpfung an das, was Wolf gesagt hat, weil du hast gerade ja, als du den Club of Rome zitiert hast, hast du ja gesagt, dass unser Schulsystem eigentlich nicht auf systemisch oder auf Systemfragen, die zukunftsrelevant sind, vorbereitet sozusagen. Und das kann es im Prinzip ja auch gar nicht, weil es 200 Jahre alt ist. So, ne? Also wir haben halt ein Schulsystem, wir unterrichten halt einen Fächerkanon in Fächern, in einem System, das sich de facto ja in den letzten 150 Jahren oder was nicht viel verändert hat. Also wir haben immer noch das Gleiche. Ja, klar, aber wir haben doch immer noch diese gleiche Idee. Und ganz ehrlich, in der Praxis ist Unterricht noch vorne. Der Lehrer steht vorne und betet vor, was passieren muss und was gelernt werden muss und was hinterher in der Klausur abgefragt wird. Und das geht auch gar nicht anders, weil es die Vorgaben einfach immer noch so sind, dass ich spätestens, wenn ich in einem Hauptfach bin, dann habe ich ganz klare Kompetenzen, die ich abfragen muss, muss 3 Arbeiten die Woche schreiben und dann kann ich auch nicht daraus, ich kann nicht sagen, ich schreibe diese Arbeit nicht. Das geht nicht. So. Das heißt, ich habe eine total strenge Reglementierung immer noch von oben und die das betrifft die Hauptfächer stärker als die Nebenfächer, zumindest in meinem Bundesland, also Nordrhein-Westfalen. Aber alles in allem finde ich es total schwierig, dass ein System, das eben über 100 Jahre alt ist,
auf die Zukunft vorbereiten soll. So, und vielleicht sind die Fächer, die wir haben, auch gar nicht mehr die angemessenen Fächer. Also Wolf, du hast jetzt irgendwie gesagt, dass die Fächer und auch die wissenschaftlichen Fächer an der Uni noch gar nicht so weit sind, dass sie die Fragen beantwortet haben, was sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können. Aber vielleicht sind diese Fächer auch gar nicht mehr die richtigen. So, ne? Vielleicht müssen wir ja auch Fächer oder Fachverbünde neu denken, oder diese Fächergrenzen eben aufbrechen. Und Antje hat es ja im Endeffekt gerade mit Skandinavien gesagt, es gibt ja in Deutschland auch Schulen, die so arbeiten. Und dass ich in Projekten arbeite, an Themen arbeite. Und das ist das, was eigentlich viel besser passt. Und auch dieser Aspekt der Demokratisierung, der ist in dem System, in dem wir unterrichten, nicht vorgesehen. Also das kommt schon arg an die Grenzen in diesem sehr starren System von Prüfung und Abfrage und Noten. Und wir wollen irgendwie kooperatives Lernen beibringen, aber kein einziges Prüfungsformat ist kooperativ und so weiter und so fort. Also von daher glaube ich, dass wir trotzdem ganz viel radikaler noch denken und reden müssen als nur auf dieser Fächerebene. Ich möchte gerade eine Anekdote beitragen zu der Frage, zu dieser Diskrepanz zwischen Wissenschaftspropädeutik und natürlich dem Kompetenzerwerb und dem übergreifenden Lernen. Ich hatte in meiner Schulzeit relativ viel übergreifendes Lernen oder überdenkendes Lernen. Es war häufig innerhalb der Fächer, aber es war überdenkendes Lernen. Und an eine Sache erinnere ich mich, dass einfach irgendwie im Physik-Grundkurs hat die Lehrerin halt festgelegt, sie braucht jetzt Differenzgleichungen und ihre Schüler, die alle keinen Mathe oder die zum Teil keinen Mathe-Leistungskurs hatten, hatten das nicht und würden das vielleicht auch nicht lernen. Ja, und dann hat sie halt eben 2 Wochen lang, jeweils 3 Stunden lang das Thema eingeführt und das war wahnsinnig effizient. Wir haben den Zusammenhang verstanden vorher, warum wir das jetzt lernen. Und dann kam da so ein Schub Mathe an, der in Physikunterricht eigentlich gar nicht reingehörte, aber wir wollten das jetzt lernen und dann hatte man das gemacht. Und das, also wenn man diese Einschübe, das ist meine Erfahrung, wenn man diese Einschübe von Wissen, die einfach auch wirklich Grundlagen sind, die hartes wissenschaftspropädeutisches Lernen, wenn man die dann auch macht. Man kann das nicht in 10 Minuten erklären, das ist völlig klar. Es gibt sehr, sehr viele fachliche Lerninhalte in der Schule, die nicht in 10 Minuten passen. Aber dann muss man sich dann 6 Stunden Zeit nehmen und überlegen, was kann ich in dieser Zeit vermitteln. Und dann geht es mit dem übergreifenden Unterricht weiter, glaube ich schon. Aber das ist jetzt anekdotisch und Anekdaten sind keine Daten, ne? Das weiß ich als Wissenschaftler. Wer möchte dazu noch was sagen? Antje? Ja, noch 2 kleine Punkte, die anschließend an das Gesagte. Das eine ist bezogen auf auch eine gewisse Vorsicht, dieses Thema in welcher Weise zu behandeln, Nachhaltigkeit, um nicht mit dem Beutelsbacher Konsens, und das hast du wohl ja gesagt, der ist komplexer und sozusagen vielleicht offenheitgebender, als man so denkt, um nicht mit dem in Konflikt zu kommen. Und zwar, Wir haben eine Studie gemacht, das bezog sich nicht auf Schule, sondern nonformale Bildungsorte und also außerschulische Bildungsorte. Und da haben wir die Bildner gefragt, was sie meinen, wie sich BNE innerhalb der nächsten 10 Jahre weiterentwickelt. Und da war eine wichtige, also gab es ein paar wichtige Punkte, die sie sehen. Sie gehen davon aus, dass das nachhaltigkeitsbezogenes Lernen politischer wird. Sie gehen davon aus, dass es mehr an die Grundlagen geht, also an die Grundlagen auch von sozusagen sowas wie Systemkritik und so weiter, dass die Lernenden deutlich mehr Informationen haben werden, weil sie auch interessiert daran sind und dass man nicht mehr so sozusagen so oberflächlich, sind sie ja bisher auch nicht gewesen, aber man muss nochmal tiefere Expertise haben, auch als Lehrender, weil viel mehr nachgefragt wird, schon viel, viel mehr da ist. Und also diese Art von Polarisierungsmöglichkeit, die sehen Sie auch. Und unsere Interpretation ist, dass das auch was damit zu tun hat, also man muss sich mal vergegenwärtigen, Nachhaltigkeit ist ja jetzt nicht dieses homogene Teil, dass wenn wir es dann erreicht haben, ist auch sozusagen, dass es ein schönes Paket ist und dann muss es nur überall angekommen sein. Und dann sind die Dinge
widerspruchsfrei ist, sondern Nachhaltigkeit ist erst einmal der Schritt, knallharte Zielkonflikte auch auf den Tisch zu legen und zu verhandeln. Und das sehe ich noch absolut unterrepräsentiert, wie man damit, also mit dieser, also als Worthülse ist das gut und schön. Aber je mehr das jetzt auch sozialer Konsens wird, dass man Nachhaltigkeit braucht, desto offensichtlicher und unvermeidlicher werden diese knallharten Zielkonflikte. Und was heißt das dann für Schule, wenn dieses Thema einfach vertiefter wird und wenn diese Konflikte konkreter werden? Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das macht ja schon wieder die Komplexität von all dem auf. Und das vorhin von, ich glaube, von dir, Wulf, hast du es schon so schön benannt, nämlich, ich glaube, es ist eigentlich eine Art von kleiner Zumutung, dass man ein Problem, welches in höchster Weise kollektiv und auch systemisch verursacht wurde, irgendwie ans Individuum heranträgt. Und deswegen muss man allermindestens, wenn man ein kollektiv und sozial verursachtes Problem diagnostiziert, auch die Lösungsebene und die Agency-Ebene als eine soziale sehen, als sozusagen kleine Gruppen. Sonst ist das, wie gesagt, eigentlich eine Zumutung. Und von daher würde ich da nochmal ganz sehr für plädieren und das unterstreichen, was Wulf sagte. Wir müssen viel mehr die sogenannte soziale Identität und kollektive Handlungsbefähigung stärken durch Formate, die sich nicht in irgendwelchen netten Partizipationssachen erschöpfen, wo wir dann alle uns, wo es also ganz kuschelig ist. Ich will es jetzt gar nicht so despektierlich, meine ich es nicht, wie es vielleicht rüberkommt. Nicht das, sondern eine Weise der Zusammenarbeit, die wirklich auch dabei noch effektiv ist und die sich nach etwas anfühlt, was wirklich etwas bewegen kann. Das wäre mir wichtig. Danke, Antje. Ole, du hattest dich gemeldet und dann Inga. Ja, also es waren sehr viele Punkte, auf die man eingehen könnte. Ich probiere eine Auswahl zu treffen, um nicht zu lange zu reden. Also aus meiner Sicht ist es zum einen sehr wichtig, dass wir verstehen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung in alle Bereiche geht. Deswegen fand ich die Frage, von der die Runde jetzt ausging, dass es auch in allen Fächern irgendwie eine Rolle spielt, total wichtig und richtig. Weil ich glaube, das ist eine Grundlage, die wir verstehen müssen, dass wenn wir Krisen in der Zukunft bewältigen wollen, beziehungsweise Zukunft gestalten wollen, wir das mit allen Bereichen machen müssen. Weil die Herausforderungen, die auf uns gesellschaftlich zukommen, allumfassend sind. Und ich glaube, dass man Fächer nicht wirklich trennen kann. Also das sieht man ja auch in der Form, wie sie jetzt unterrichtet werden, dass man natürlich sagen kann, es kommt eine bestimmte Frage eher aus dem physikalischen Raum. Aber um sie zu lösen, brauche ich ein unfassbar großes mathematisches Verständnis. Das ist bei den Naturwissenschaften sehr stark so, dass sie miteinander verknüpft sind mit Biochemie, Physik, Mathematik. Aber am Ende ist es auch bei den gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen so, dass die sehr stark miteinander zusammenhängen. Und ich da immer wieder Inhalte, die ich in bestimmten Bereichen habe, auch in anderen anwenden muss. Und ich glaube, dass es quasi die Grundlage ist, das anzuerkennen, wenn wir Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schulen flächendeckend etablieren möchten. Dass es nicht nur eine Fortbildung für Naturwissenschaften oder für Geografie sein kann, sondern für alle sein muss. Und dann wollte ich noch auf den Aspekt eingehen, dass natürlich bei einer guten Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung das Lernen vollkommen anders aussieht und viel tiefgehendere Fragen aufkommen können. Und ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist, dass die Personen, die beim Lernen unterstützen, zwangsläufig auf all diese Fragen eine Antwort haben müssen. Weil es für mich auch bedeutet, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung so funktioniert, dass auch die Erwachsenen in der Rolle
weiterlernen, weil wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Und das nicht nur Aufgabe einer Generation ist, die in dem Moment in der Rolle der Lernenden ist, sondern die der Gesellschaft. Und deswegen sind das Prozesse, die wir gemeinsam neu gestalten. Und das ist einer der Aspekte, warum ich glaube, dass es im jetzigen System nicht einfach integriert werden kann, sondern wir das System Schule an der Stelle vollkommen neu denken müssen. Inga. Ja, ich würde Ulle da total recht geben, auf jeden Fall. Und würde gerne auch nochmal wirklich ein bisschen in das Praktischere zurück, weil das, Antje, was du vorhin gesagt hast, das klang alles total toll und total richtig und man denkt, ja, genau. Und gleichzeitig, nimm's mir nicht übel, habe ich das Gefühl, das ist so weit weg von dem, was im Schulalltag Realität ist und was Alltag ist, das könnte nicht weiter weg sein. Weil selbst, also, was du gesagt hast über kollektives Lernen und so, da fehlt es einfach an so vielen Ebenen, dahin zu kommen. Selbst ich als jemand, der, ne, der von der ich glaube, dass ich viel mache, so viel ich kann irgendwie an BNE mache, wüsste schon mal gar nicht, wie ich das machen soll, was du da gesagt hast. So. Und selbst, ich glaube, wenn, also das heißt, wir brauchen alle viel, viel mehr Fortbildung und Weiterbildung. Wir wissen nicht, wie das gehen soll. Wir haben das nicht gelernt. Wir haben gelernt, vorne zu stehen und mithilfe unseres Unterrichtsmaterials gewisse Kompetenz, uns vorgeschriebene Kompetenzen beizubringen und die dann hinterher abzufragen. Das ist das, was wir gelernt haben im Referendariat und was wir praktizieren seit x Jahren. Und das heißt, und erstmal müssen LehrerInnen auch anfangen, ganz, ganz neu zu denken. So, und allein das ist eine riesen Herausforderung. Ne? Jemand, der irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre so gearbeitet hat, wie er es gelernt hat, dem beizubringen, dem zu sagen, du musst es alles neu denken. Das ist eine irre große Herausforderung. Und selbst wenn ich jetzt wüsste, wie ich das machen soll, was du jetzt gesagt hast, dann, und da komme ich wieder auf die Zwänge zurück, hätte ich so viele Zwänge, dass ich denke, das geht doch gar nicht, wie soll ich das denn machen? Weil das passt so hundertprozentig nicht zu dem, was mir das System vorgibt, was ich machen soll, weil ich muss nächste Woche eine Klausur schreiben. Und wenn ich nur einen einzigen Klausurschreiber in meinem Oberkurs, einen Oberstufenkurs habe, dann muss ich meinen Unterricht trotzdem so machen, dass der befähigt ist, seine Klausur zu schreiben. Und ich habe ein Zentralabitur und ich habe dies und das und jenes. Ich kann ja nicht mal meine Inhalte auswählen. Ich kann nicht mal das Buch auswählen, das ich lese in Deutsch, weil mir alles vorgegeben ist. So, und deswegen finde ich, also ich glaube, was ich damit im Endeffekt sagen will, ist, dass wenn wir über die Zukunft von BNE reden, dass wir, glaube ich, aufpassen müssen, dass wir uns nicht irgendwie in so einem, also dass wir einfach sehr praxisnah bleiben und dass wir die ganze Zeit immer gucken, okay, bei allem, was wir sagen und uns überlegen über die Zukunft von BNE, immer wieder den Abgleich mit der Praxis machen, zu gucken, was ist aktuell gerade überhaupt möglich, was passiert und was nicht. So. Und ich glaube, dass das Zusammenbringen der Menschen, die sich Gedanken über BNE machen und tolle Konzepte entwickeln und der Menschen, die in der Praxis, in der Schule unterrichten und den Alltag sehen und jeden Tag in diesem Irrsinn sozusagen, ne, in diesen Zwängen arbeiten, dass wir das näher zusammenbringen müssen und da vielleicht gucken müssen, wie wir da, dass das zusammenpasst. Seht ihr, was ich meine? Inga, ich möchte das gleich, da können die anderen dann auch darauf eingehen, möchte das gleich zum Anlass für die Abschlussrunde bringen. Wir haben ja ein bisschen darüber geredet, über Vergangenheit von BNE. Ihr habt automatisch schon eine Zukunftsvision eines neuen einer neuen BNE-Schule gebracht. Aber wie kommen wir dahin? Inga, du schilderst sehr schön die Realität des Lehrens von Schule, von Lernenden. Und ich finde, ich habe den Eindruck von vielen Gesprächen mit LehrerInnen, dass sehr häufig zurzeit BNE eingeführt wird, so mit dem Modus der sehr engagierten LehrerInnen, die sehr viel mehr versuchen und versuchen, gegen das System Möglichkeiten zu erkunden und Unterricht zu machen, der besser ist als eigentlich vorgesehen. Und dabei kommt es dann auch zu vielen Fällen, wo die Gesundheit dieser Menschen leidet, wo LehrerInnen aussteigen oder ihre Stunden sehr stark reduzieren, um ihre Gesundheit zu erhalten oder wirklich auch in einen Burnout fallen.
Ich möchte jetzt, wenn ich über System rede, meine ich jetzt nicht das System der Zukunft, was wir uns in 10 Jahren erhoffen, sondern welche Systemänderungen müssen wir jetzt schrittweise machen, damit wir eine ausreichende Dosis an BNE kriegen, also nicht irgendwie die Diskussion, ob man 2 Unterrichtsstunden umwidmen kann, sondern die Frage, wie wir in 5 Jahren 20% des Unterrichts mit nichts anderem als zukunftsorientierten Zukunftslernen verbringen, wie wir das innerhalb der nächsten 5 Jahre schaffen. Welche Systemänderung wünscht ihr euch oder könnt ihr, insbesondere Herr Bödecker, auch schon absehen, dass da etwas möglich wäre, damit das geschieht, damit das mit gesunden LehrerInnen geschieht, damit die SchülerInnen ihre zukünftige Gesundheit gewahrt bekommen und damit das System trotzdem natürlich ein gutes Schulsystem ist und ein viel besseres Schulsystem als heute, was Wissenschaftspropädeutik und fachliche Kompetenzbildung mit integriertem Lernen verbindet. Inga, möchtest du anfangen? Dann Antje. Gerne. Also mir fallen so ein paar Sachen spontan ein. Es geht ja jetzt wirklich um so erste Schritte, so habe ich dich verstanden, Gregor, erste Schritte, was wir jetzt, ohne von der großen Utopie zu träumen, sondern wirklich mit dem System, das wir nun mal jetzt gerade haben. Also ich glaube, dass die Reduktion von Prüfungs- und Korrekturanlässen ein wichtiger Punkt wäre. Weil wenn wir weniger Prüfungsanlässe haben, dann haben wir mehr Freiraum, dann haben SchülerInnen, verspüren weniger Druck und LehrerInnen haben weniger zu korrigieren und damit werden dadurch entlastet. Also ich glaube, wenn wir einfach mal nur noch die Hälfte an Korrekturanlässen und Prüfungsanlässen hätten, dann wäre schon mal viel geholfen. Und auch Prüfungsformate verändern. Das wäre, glaube ich, schon mal gut. Freiräume geben und Kernlehrpläne entschlacken. Also wie wäre es denn, wenn wir aus jedem Jahr, aus jedem Fach, aus jedem Lehrplan ein Thema rausnehmen und dann Lehrraum lassen und sagen, da kann jetzt ein Quartal dürfen die SchülerInnen entscheiden, welches Thema wir da machen. So, also das sind so 2 Dinge, die mir spontan einfallen würden, die jetzt, glaube ich, auch niemandem groß wehtäten. Und wo wir, glaube ich, viel gewinnen würden, ne? Also auch in Hinsicht auf Demokratisierung und Schülerorientierung. Weil worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wofür wir jetzt auch keine Zeit mehr haben, aber ich will es mal ganz kurz erwähnen, ist, wir haben ja, also du hast jetzt die psychische Gesundheit der LehrerInnen angesprochen, aber wir haben ja auch ein Problem sozusagen, dass wir eine total zukunftspessimistische Generation von Menschen so langsam in den Schulen heranwächst, ne? Die von Zukunftsängsten und Klimaängsten und ganz vielen Sorgen geplagt sind. Und auch da wissen wir überhaupt nicht, wie wir damit umgehen. Also das wäre auch noch ein Wunsch, dass wir einfach, dass auf allen Ebenen der Bildungsadministration anerkannt wird, dass das Thema Klimakrise ein ganz, ganz wichtiges für Bildung ist und dass wir einfach ganz viel in Fort- und Weiterbildung für LehrerInnen investieren auf allen Ebenen. So, ne, wie demokratisiere ich Schule, wie befähige ich, wie empower ich Schüler und wie gehe ich mit Zukunftssorgen und Zukunftsängsten um und so weiter. Also ne, Freiräume, Befähigung von Lehrkräften, Reduktion von Prüfungsanlässen, das wären meine 3 Wünsche. Antje. Ja, bevor Inga was gesagt hat, hatte ich 2 Punkte. Jetzt habe ich noch sozusagen 1,5, weil natürlich die Qualifikation von Lehrerinnen und Lehrern, du sagtest es ja selber in der letzten Frage, Inga, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Also es hört sich ja schön an, aber wie, also genau diese Art von Befähigung mit den nicht nur intellektuellen, nicht nur wissensbezogenen Faktoren dieser sozioökologischen Krise umzugehen. Aber da würde ich sagen, hat man auch nochmal jenseits eines ganz allgemeinen, ja, das ist schon wichtig mit der Nachhaltigkeit, haben auch viele Lehrerinnen und Lehrer da nochmal, glaube ich, Nachholbedarf, was die Faktenbasis angeht, aber vor allem die emotionalen Konsequenzen, die ich ja auch versucht habe, im Vortrag vorhin darzustellen, anhand der Studien und so weiter. Also das wäre Punkt 1, der jetzt sozusagen so ein halber geworden ist. Und der Punkt 2, der ähnelt sich auch mit etwas, was du schon sagtest, Inga, und zwar weg von epistemischem Wissen hin zu heuristischem Wissen. Also dieses, dass ich den Zitronensäurezyklus da irgendwie auswendig kann oder sowas oder irgendein Blütenblatt beschriften und so weiter, das kann man heutzutage alles sehr, sehr viel einfacher als früher nachschauen, das wissen wir alle. Das heißt, diese Art von vorgehaltenem Wissen, von Faktenwissen, ist extrem gesunken, mit gutem Recht in seiner Bedeutsamkeit versus einem
heuristischen Wissen, also eines, wie kann ich mit Problemen so und so einer Art grundsätzlich umgehen, also so ein How-to-Wissen, ja, wo es eher um so einen Weg geht und was muss ich mir jetzt überlegen. Und diese Schablone sozusagen kann man auf Verschiedenstes anwenden. Und diese Art von heuristischem Wissen ist sehr, sehr viel entscheidender, vor allem heutzutage. Also das wären die zwei Punkte. Und um nur mal in eineinhalb Sätzen darauf einzugehen, du sagtest ja, Inga, hey, von den Idealen, von denen du sprichst, wie passt das zusammen? Ich finde, es passt insofern sehr gut zusammen. Also zum einen habe ich ja nichts davon gesagt, wie verschieden das, was es bräuchte, ist von der jetzigen Schulrealität. Und ich glaube, es ist sehr verschieden. Und ich habe auch gesagt, ja, es bräuchte, also insofern wäre BNE etwas sehr Radikales und würde sozusagen die Schule sehr, sehr, sehr umgestalten. Und habe auch deutlich gemacht, dass das sehr, ein sehr langer Weg ist. Und von daher finde ich, passt es schon sehr gut darauf und unterstreicht eigentlich nur die Dringlichkeit, dass wir so schnell wie es geht eigentlich in diese Richtung kommen, die skizziert hat. Und zu guter Letzt bleibt mir aber noch zu sagen, in diesem Rahmen, wo es um schulische Bildung geht, ich bin manchmal echt ein bisschen in Sorge, wie viel man den jungen Menschen, die noch gar nicht in Entscheidungspositionen sind und die auch noch ein paar Jahre brauchen, dahin zu kommen, meistens auch Verantwortung aufbürdet. Und ich finde, dass der eigentliche Fokus auf die jetzigen Entscheider, die nicht nur eine höhere Agency haben, an den längeren Hebeln sitzen, sondern die auch eine andere Art von Verantwortung, Ursachenverantwortung nochmal tragen. Also, dass man da auch guckt und das gut dosiert und immer framed als sozusagen, also weil ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich vor einiger Zeit eine Anfrage bekommen habe, einen Artikel zu schreiben und der Titel war, wie wir Grundschülerinnen jetzt die Welt retten. Und da, also was ich damit sagen will, ist, wie absurd es ist, wie man Dinge auch auf eine, auch aus eigener Hilflosigkeit, ja, und dass wir uns davor verwahren, das richtig zu dosieren, schulische BNE im Sinne eines Lösungsbeitrags, weil der mit Abstand größte Hauptteil dieser Lösungsverantwortung liegt nicht bei den jungen Menschen, nicht bei Schülerinnen und Schülern. So viel nochmal von mir, danke. Das finde ich auch, Entschuldigung, dass ich nur sage, das finde ich auch so wichtig, dass du das noch gesagt hast, ne? Weil oft hat es auch so was Anmaßendes, so, ne? Dann sollen junge Menschen das lösen, wir Erwachsenen schaffen das nicht, uns nachhaltig zu verhalten oder unsere Gesellschaft zu transformieren. Aber wir bringen mal euch bei, wie ihr das später machen könnt. Es ist wirklich ganz furchtbar anmaßend, hat sowas, diese Parentifizierung, wie das heißt, dass man so den Kindern die Aufgaben der Erwachsenen überträgt. Furchtbar. Also da müssen wir auch wirklich gucken, dass wir da von wegkommen, dass wir jetzt denken, okay, jetzt sollen die Kinder hier die Welt retten. Dann kann BNI zynisch werden. Wolf Bödecker, ja, was sind die Systemschritte für diese Jahre, die Gesundheit von, die emotionale Gesundheit von SchülerInnen und die Gesundheit von LehrerInnen erhalten und trotzdem einen Riesenschritt zu einem wirklich integrierten Nachhaltigkeitslernen machen? Genau, ich habe die Frage noch im Kopf. Danke nochmal für die Konzentration auf den Punkt. Und ich möchte zwei Sachen sagen. Also erstmal, ich würde total gerne eben von den Schülerinnen und Schülern ausgehen. Schule muss sich noch weiter entwickeln, um wirklich echte Erfahrungen für Selbstwirksamkeit zu ermöglichen. So, und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das sind die beiden für mich wichtigsten. So, daraus leiten sich die anderen Maßnahmen ab, zu denen komme ich aber nur ganz kurz gleich, ne? Der zweite wichtige Punkt ist, dass Schulen tatsächlich glaubwürdig, nachhaltig handelnde Einrichtungen werden müssen. Ich weiß das von meinen eigenen Kindern, von mir selber auch, ne? Wenn ich da irgendwas lerne, aber gleichzeitig eben das, was ich da lerne, konterkariert wird eben durch das schulische Handeln, wenn da nicht pfleglich miteinander umgegangen wird, wenn da nicht entsprechend mit Ressourcen vernünftig umgegangen wird, wenn es keine Möglichkeiten gibt, sich mit Fahrrädern zur Schule zu bewegen, so weiter, ist das alles nicht glaubwürdig. Also das sind so die entscheidenden Punkte. Und wenn man das als Ziele annimmt, die meisten von euch haben jetzt genickt, dann heißt das für mich als jemand aus der Bildungsadministration, ich muss mit einem klugen Blick auf die systemischen Möglichkeiten von Veränderungen steuern. Und dazu hat der Nationale Aktionsplan ja 2017 nicht gesagt, man muss die und die Maßnahmen machen, sondern man hat auf wissenschaftlicher Grundlage 5 Handlungsfelder benannt. Und da waren wir uns relativ einig, Lehrerqualifikation weiterentwickeln, mehr Freiräume entwickeln, das ist in so einem Schulsystem schwierig, aber halte ich auch für absolut notwendig,
Man muss vor allen Dingen aber auch das machen, was wir in Nordrhein-Westfalen angefangen haben, systematisch Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Lehrplänen implementieren und so weiter. Und wenn man das geht, macht, dann erreicht man auch eine Veränderung des Systems, ohne permanent nach der Systemfrage zu fragen. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Ole, was denkst du zu den Schritten? Reicht das? Reicht das, Handlungsfelder zu definieren, dass man Kommunikation fortentwickelt, oder ist da vielleicht auch ein bisschen, fehlt da was? Was fehlt dir? Also ich glaube, dass total viele Punkte von denen, an die ich jetzt auch gedacht habe, gerade schon gesagt wurden, somit mehr Freiräume schaffen, zum einen durch weniger Prüfungen in verschiedenster Form, aber auch durch eine Entlastung des Lehrplans. Und die Weiterbildung oder die, ja, im Prinzip schon eine Weiterbildung, hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor, den ich noch beitragen kann, der vielleicht nicht eine zwangsläufige Wiederholung von den vorherigen sehr wichtigen Punkten ist, ist, dass ich denke, dass wir gesellschaftlich an der Stelle weiterarbeiten müssen, weil es nicht nur daran liegt, dass LehrerInnen nicht genug Mittel für BNE an der Hand haben, um zu wissen, wie sie umsetzen sollen, oder dass die Lehrpläne sehr voll sind, sondern es ist ein Projekt, was wir als Gesellschaft bestreiten müssen. Und natürlich haben Menschen da verschieden große Aufgaben in dem Bereich aufgrund ihrer Position, aber es ist ein Prozess, den wir als Gesellschaft gestalten müssen. Und deswegen ist es nicht nur unsere Aufgabe, zu überlegen, wie wir das System Schule in sich verändern können, sondern wie wir der Gesellschaft auch zeigen können, dass das ein wertvoller und sinnvoller Weg für unsere Zukunft ist. Und ich glaube, das kann an ganz vielen Stellen über verschiedene Methoden passieren. Das kann in der Öffentlichkeit in Form von Protesten, aber auch von Medienarbeit passieren. Und es muss aus den Schulen heraus auch eine Kommunikation an Eltern, an Großeltern gehen. Und das sind einzelne Wege, die Personen nicht alleine gehen können. Aber jeder Weg, der da gegangen wird, ist, glaube ich, schon ein ganz wertvoller, der uns in dem System oder in der Veränderung des Systems sehr viel weiterbringt. Vielen Dank dir. Ja, unsere Zeit ist um. Wir haben es bisher nicht geschafft, Fragen aus dem Publikum hereinzunehmen, was ich etwas bedauere. Aber ich fand die Diskussion ganz toll. Ich hätte jetzt gerne mal eine Information von der Moderation, ob wir noch vier Fragen aus dem Publikum jenseits der Zeit machen sollen oder ob wir jetzt Schluss machen sollen. Was ist unser Überziehungsmandat? Also es gab zwar angeregte Diskussionen, ich blende mich mal gerade aus, weil Marco wird auch noch kurz was sagen, aber es gab schon angeregte Diskussionen, aber die Punkte, die in der hier bei euch vorgekommen sind, spiegeln sich auch im Chat. Also es geht um Freiräume, es geht um Vorgaben, es geht um Fortbildung, ja. Und um gesellschaftliche Veränderungen auch in der Schule, Kultur. Ja. Also wir können ja den Schluss machen. Ihr könnt einfach ja, den Laden dicht machen, weil es ist alles gesagt worden, was auch hier vom Publikum her. Dann schauen wir als PodiumsteilnehmerInnen uns den Chat nachher nochmal an und nehmen das wahr. Und ich danke den Teilnehmenden sowohl hier auf dem Podium als auch vor den Bildschirmen in YouTube ganz, ganz herzlich für diese spannende Diskussion. Und Ole, du wolltest noch was sagen. Genau, ich wollte noch ganz kurz Werbung für den nächsten Freitag machen. Und zwar findet da der nächste globale Klimastreik statt, weltweit.
Also wieder viele Proteste, allein in Deutschland über 200 Aktionen. Auf unserer Webseite findet man sehr gut, wann der Streik in der eigenen Region oder im eigenen Ort beginnt. Und ich hoffe, wir sehen uns dort alle auf der Straße, um auch den gesellschaftlichen Wandel weiter gemeinsam zu gestalten. Und an der Stelle auch zu zeigen, wie wichtig eine Veränderung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung ist. Ja, und auch in dem Sinne, dass wir die Arbeit an dieser Veränderung der Gesellschaft, an der Transformation nicht den jungen Menschen überlassen können, sind wir als Erwachsene gefordert, auf diese Demonstrationen zu gehen und nicht nur zu bewundern, wie toll doch junge Menschen dort die Welt bewegen. Das würde ich aus Erwachsenenperspektive, ich meine, Ole, du bist auch erwachsen, aber aus älteren Perspektive gerade noch mal sagen. Marco, ich hätte noch einen, genau, ich würde gerne nicht abschließen, sondern einladen in den Special Chat. Das ist der Link ist hier auf dem Bildschirm eingeblendet. Wir packen ihn auch noch mal in den Chat in YouTube rein. Also Special, also spatial.chat/s-s4f-schule und dort s4f-kist, Entschuldigung. Dort können wir uns per Video und per Ton in kleinen Grüppchen zusammenrotten, diskutieren, immer mal rumgehen. Ist quasi wie eine Cocktailparty. Bringt ein Getränk mit und lasst uns diskutieren über das, was wir heute erlebt haben. Morgen früh geht es um 9.30 Uhr weiter. Erstmal in einem großen Plenum. Wir haben auch eine Keynote von einmal von den Teachers for Future, einmal von Luisa Neubauer. Und ab 10 Uhr geht es dann morgen mit 3 parallelen Sitzungen weiter. Mit 2 davon werden größere, kuratierte Beiträge haben. Der 3. wird ganz, ganz viele kleine Beispiele, immer 4 Minuten, darf jeder mal pitchen, der möchte. Es wird spannend und morgen Nachmittag gibt es dann die Unconference-Session. Ich freue mich, wenn ganz viele von euch morgen wieder einschalten. Herzlichen Dank dir, Marco, Brigitte und allen, die hier mit organisiert haben, für dieses tolle Symposium. Gerne. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Und danke an die Referenten heute Abend. Ciao. Tschüss.